Nach unserem Sieg über Sovereign werden wir losgeschickt, um die letzten Geth-Basen aufzuspüren. Dabei wird die Normandy von einem unbekannten Schiff zerstört und Shepard getötet. 2 Jahre später finden wir uns auf einem Operationstisch wieder und erfahren, dass wir von der genetisch verbesserten Wissenschaftlerin Miranda Lawson auf Befehl der Pro-Man-Splitter-Gruppe Cerberus wiederbelebt wurden. Lawson und ihr Kollege Jacob Taylor bringen uns zum Unbekannten, dem Anführer von Cerberus, der uns erklärt, wieso er so viel investiert hat, nur um uns wieder ins Leben zu holen. Ganze Menschenkolonien verschwinden spurlos und er glaubt, dass die Reaper darin verwickelt sind. Er schickt uns nach Freedom's Progress, der letzten verschwundenen Kolonie, damit wir uns ein Bild der Lage machen können. Durch die Aufnahmen des Quarianers Vitor Nara, der den Entführern entgangen ist, erkennen wir, dass es sich bei diesen offenbar um die Kollektoren handelt, einem Volk, das aus dem unerforschten Raum hinter dem Omega-4-Portal kommt. Da es Indizien gibt, dass die Kollektoren Diener der Reaper sind, entscheiden wir uns, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Wie sich herausstellt, hat der Unbekannte nicht nur unsere Wiederbelebung, sondern auch den Bau einer verbesserten Normandy finanziert. Leider gelingt es uns nicht, unsere alte Truppe zusammenzutrommeln, da die meisten von ihnen neue Aufgaben haben oder uns aufgrund unserer Zusammenarbeit mit Cerberus nicht mehr vertrauen. Neben unserem früheren Piloten Joker schließen sich nur Tully und Garrus uns erneut an. Mithilfe unserer Cerberus-Crew und der Schiffs-KI Edie müssen wir uns daher neue Squad-Mitglieder suchen, die zu einer wahren Selbstmordmission bereit sind. Unter diesen sind der salarianische Wissenschaftler Baudin Solus, die menschliche Topbiotikerin Jack, die Asarius-Dikarin Samara, der Drell-Attentäter Fane Kryos, der Kopfgeldjäger Said Massani, die Meisterdiebin Kazumi Goto und Grunt, ein zur Perfektion gezüchteter Kroganer. Letztendlich erkennen wir, dass das Omega-4-Portal ins Zentrum der Galaxie führt. Um das Portal wie die Kollektoren sicher nutzen zu können, beschaffen wir daher ein Freund-Feind-Erkennungssystem aus einem zerstörten Reaper, den Cerberus aufgespürt hat. Dabei treffen wir auf Legion, eine speziell für den Kontakt mit organischen Wesen modifizierte Geth-Einheit. Leider macht das IFF die Kollektoren auf uns aufmerksam, die Normandy entern. Zwar gelingt es Joker mit Edies Hilfe, die Eindringlinge zu vertreiben, aber erst nachdem die Kollektoren unsere Besatzung verschleppt haben. Um unsere Crew zu retten, wagen wir den Sprung durch das Omega-4-Portal in den galaktischen Kern, den wir dank einiger Verbesserungen an der Normandy überstehen. Durch clevere Einteilung unserer Squad-Mitglieder gelingt es uns, in die Basis der Kollektoren einzudringen, wo wir unsere Besatzung retten und feststellen, dass die Kollektoren die entführten Menschen als Rohmaterial für den Bau eines neuen Reapers nutzen. Nach der Zerstörung des Reapers entscheiden wir uns, die Basis zu zerstören, statt sie dem Unbekannten zu überlassen, und beenden unsere Zusammenarbeit mit Cerberus. Bevor wir zur Allianz zurückkehren, werden wir gebeten, die Agentin Dr. Amanda Kenson zu befreien, die Beweise für die bevorstehende Ankunft der Reaper gefunden hat. Von ihr erfahren wir, dass Reaper im batterianischen Bahak-System eintreffen und das dortige Massenportal, das älteste seiner Art, nutzen werden, um die Galaxie zu überrennen. Obwohl Kenson und ihr Team der Indoktrination zum Opfer gefallen sind, gelingt es uns, ihren Plan zur Zerstörung des Alpha-Portals zu vollenden, welcher auch das gesamte System vernichtet. Aber ob der Tod der 300.000 Bewohner den Aufschub wert sein wird, muss sich noch zeigen.